So Leute, willkommen zu einer sehr großen Ankündigung, wie man das unten im Titel schon lesen kann. Ich weiß, es ist 18.30 Uhr, eigentlich sollte jetzt hier Pokémon Conquest kommen, allerdings ist es mir wirklich wichtig, dass es möglichst viele Leute sehen. Und um 20.30 Uhr ist es mir ein bisschen zu spät, vor allem weil die wenigsten damit noch ein Video rechnen, deswegen mache ich es heute um 18.30 Uhr und Pokémon Conquest, die nächste Folge, gibt es ganz normal dann morgen um 18.30 Uhr wieder. Ja, ich habe sehr lange überlegt, wie ich dieses Video hier anfangen soll, bin eigentlich zu keinem wirklichen Schluss gekommen, deswegen dachte ich mir, ich erzähle einfach mal, weil es ist eigentlich immer am besten, wenn ich einfach erzähle. Es ist kein Geheimnis, Leute. Ich habe schon oft gesagt, dass ich gerne viel mehr auf Twitch aktiv sein würde. Twitch ist die Streaming-Plattform, auf der ich auch ab und zu mal streame. Wisst ihr Bescheid. Und ich habe letztes Jahr auch damit wieder angefangen, häufiger zu streamen. Ich meine, ich hatte letztes Jahr, am Anfang des letzten Jahres hatte ich eine ganz, ganz lange Ruhephase. Da habe ich Monate nicht gestreamt, habe dann gegen Ende wieder angefangen, in unregelmäßigen Abständen ab und zu mal Livestreams durchzuziehen. Das Problem ist allerdings, ich war und bin es auch immer noch sehr eingeengt durch YouTube. Weil ich halt die ganzen Projekte hier laufen habe, die bearbeitet werden müssen, die müssen hochgeladen werden. Und das Problem ist, wenn ich hochlade, kann ich logischerweise nicht streamen, weil das Internet dann blockiert ist. Und dann ist es oft viel zu spät schon, vor allem, weil es halt so viele Projekte sind und dann Pustekuchen. Naja, aber ich möchte halt viel aktiver gerne auf Twitch sein, einfach weil ich mich mehr, also ich fühle mich da wohler, möchte ich mal sagen. Und ich habe lange überlegt, wirklich sehr, sehr lange, was ich möchte und wo ich in Zukunft sein will. Und bevor jetzt einige schon Angst kriegen, ob ich jetzt aufhöre mit YouTube oder so, nein, keineswegs. Ich habe nicht vor, mit YouTube aufzuhören, keine Sorge. Aber es wird sich definitiv etwas ändern. Und deswegen habe ich jetzt dieses neue Konzept ausgearbeitet, welches ich ausprobieren möchte. Und ja, dieses werde ich euch nun vorstellen. Und zwar neben den ganz normalen Streams, die wir jetzt ja schon einige Male gemacht haben, wird es in Zukunft den Schwerpunkt Live-Let's Plays auf meinem Kanal geben. Das bedeutet einfach nur, dass ich im Livestream quasi die Folgen für YouTube aufnehme. Ihr könnt also live dabei sein. Ja, ne? Das Ganze wird dennoch wie ein ganz normaler Livestream aufgezogen, abgesehen davon, dass ich natürlich jedes Video eine Begrüßung sage und eine Verabschiedung bringen werde. Allerdings ist es mir sehr wichtig, dass ich die Stream-Atmosphäre in diesen Live-LPs mit einfange, da ich eben gerade diese so genieße. Und ja, deswegen möchte ich das gerne ausprobieren. Dazu sei gesagt, diese Streams, die zum Aufzeichnen solcher Live-Let's Plays dienen, werden immer vorher angekündigt. Kann natürlich auch mal sein, dass es recht kurzfristig ist, aber angekündigt auf YouTube werden sie auf jeden Fall immer. Zu den ganz normalen Streams, die wird es natürlich auch noch geben, wie bereits gesagt, die werden ab und zu angekündigt. Also es kann mal sein, dass ich, wenn ich streame, ein Video mache, kann aber auch sein, dass ich es nur auf Twitter oder so ankündige. Ist dann halt, je nachdem, wie es halt gerade so passt, sage ich mal. Also nicht jeder Stream wird auf YouTube angekündigt. Dieser Aufnahmestream ist natürlich immer. Allerdings sei nochmal gesagt, das möchte ich nochmal kurz hier nebenbei anmerken, weil viele sind immer verwirrt, wie sollen sie das denn mitkriegen? Wie gesagt, auf Twitter und Facebook kündige ich solche spontanen Streams eigentlich immer an, sobald ich online bin. Also könnt ihr einfach da reinschauen oder mir da folgen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wie auch immer. Ansonsten könnt ihr mir auch einfach auf Twitch followen. Ich meine nämlich, das wäre so, dass man dann entsprechend eine E-Mail kriegt, wenn der Streamer online geht. Da hast du auch gesagt, ein Follow ist kein Abo. Das sind zwei verschiedene Dinge, nur damit ihr da nicht verwirrt seid. Generell möchte ich also in diesem Jahr wesentlich aktiver auf Twitch werden und Twitch bei mich in den Vordergrund stellen. Einfach weil es ist, wie gesagt, das. Ich habe es in den letzten Monaten immer wieder verstärkt gemerkt. Es ist einfach das, wo ich mich mittlerweile, ja, wie soll man das nennen, besser identifizieren kann oder es macht mir mehr Spaß, nennt es wie ihr wollt, ich kann es nicht genau in Worte fassen, auf jeden Fall fühle ich mich einfach mehr zu dieser Plattform hingezogen. So kann man es doch mal eigentlich formulieren. So, und zwar ist es mir auch wichtig, nun, egal ob in Form von diesen Live-Let's Plays oder in Form der gewöhnlichen Streams, ich bin einfach dadurch viel flexibler und kann auch einfach mal ein Spiel mit euch gemeinsam anzocken und so die Erfahrung mit euch teilen, ohne es gleich durchzuziehen. Weil so eine Sache ist, ich habe mir mal gesagt, wenn ich ein Projekt auf YouTube anfange, dann spiele ich es auch durch. Weil ich bin einfach kein Fan davon, wenn ein Projekt abbricht. Und ja, deswegen bin ich da einfach viel flexibler. Dann können wir sagen, hey, hier ist ein neues Spiel, das können wir mal anzocken und dann weiterschauen halt, ne?
Generell sei gesagt, ich streame, wenn es mir zeitlich am besten passt. Ich versuche natürlich entsprechend darauf zu achten, dass auch viele Leute zuschauen können. Aber es wird Momente geben, da sage ich, ich will jetzt streamen. Es wird also durchaus vorkommen, dass viele von euch vielleicht noch in der Schule oder auf der Arbeit sind, wenn ich streame. Das ist dann halt leider so. Genauso werde ich manchmal streamen, wenn viele von euch vielleicht längst schlafen. Also ich hatte schon mal, dass einige werden das wissen. Es gibt ja viele Stammzuschauer von euch, die auch bei meinen Twitch-Livestreams immer dabei sind. Also es ist durchaus schon mal vorgekommen, dass ich um 2 Uhr nachts oder so in den Stream anschmeiße und sage, so jetzt will ich noch ein bisschen streamen. Wird vorkommen. Ich möchte aber auch gleich sagen, diese Aufnahmestreams bezüglich der Live-Let's Plays, da werde ich natürlich, bei denen werde ich speziell immer darauf achten, dass auch möglichst viele Leute können, logischerweise, weil das ist ja ein anderes Format, sag ich mal. Aber für die allgemeinen Streams kann das durchaus mal vorkommen. Natürlich nicht in der Regel, aber ich möchte nur, dass ihr darauf eingestellt seid, dass es passieren könnte. So, allerdings neben dem ganzen Livestream möchte ich jetzt noch eben eine Sache sagen, und zwar, ich werde immer versuchen, trotzdem auch noch ein normales Projekt auf YouTube laufen zu haben, also ein ganz normales klassisches Let's Play, möchte ich nach wie vor auch immer noch mindestens eins laufen haben. Werde ich auf jeden Fall mein Möglichstes tun. Ich habe schon diverse Live-Projekte in Planung, und die Leute, die den Streams regelmäßig beiwohnen, die wissen eventuell schon, was ich da bereits angekündigt habe, aber ich möchte es jetzt nochmal ganz offiziell in diesem Video sagen. Und zwar habe ich bereits zum Beispiel letztes Jahr gesagt, dass ich eine neue Arenaleiterburg machen werde, allerdings per Livestream, nicht auf YouTube, per Livestream. Allerdings, es dauert noch, ich habe noch nichts vorbereitet in dieser und werden durchaus noch Monate ins Land gehen, bis es dann wirklich damit losgeht, da ich auch noch andere Sachen jetzt momentan erstmal regeln muss. Also bitte fragt nicht jeden Tag, wann es mit der nächsten Arenaleiterburg weitergeht. Und wie gesagt, nochmal ganz wichtig, diese wird per Twitch laufen. So. Jetzt möchte ich allerdings erstmal die ersten Live-Projekte vorstellen und natürlich auch gleich den Aufnahmetermin preisgeben. Wir starten nämlich schon diese Woche, also wir fackeln gar nicht lange. Und zwar diesen Freitag ab 17 Uhr werden wir das erste Live-Let's Play aufnehmen und ihr könnt dabei sein auf meinem Twitch-Kanal, Twitch durch Shomaru. Links sind alle in der Videobeschreibung oder hier im Video entsprechend. Und da fangen wir an mit Digimon World für die PlayStation 1. Einen Tag später, direkt am Samstag ab 16 Uhr, streamen wir einen großen Wunsch. Ihr erinnert euch vielleicht, damals habe ich diese Umfrage gemacht, welche Spiele ihr euch wünschen würdet. Und dieses Projekt war tatsächlich in den Top 10. Ohne Witz. Dead Space 2. Wunderbar, damit starten wir. Also nochmal am Freitag 17 Uhr, Digimon World, Live-Aufnahme. Am Samstag ab 16 Uhr, Dead Space 2. Entsprechend wird es dann natürlich auch die Stream-Layouts geben. Das heißt mit anderen Worten, es ist eine Facecam dabei. Und bei den nicht 16 zu 9 Spielen, also bei Digimon World, werdet ihr auch den Chat im Video drin haben. Beides wie immer natürlich mit einem Open End. Ich kann jetzt nicht sagen, bis dahin streame ich und dann Schluss, sondern wie wir halt, oder ja, wie wir Lust haben entsprechend. Beide Spiele werden direkt ab der folgenden Woche schon, also nächste Woche hochgeladen, in üblicher 20 Minuten pro Folgen-Manier auf YouTube als neues Projekt. Eins wird um 14:30 Uhr starten. Ich schätze mal, das wird Demon World, aber nagelt mich darauf fest, das werde ich dann noch recht spontan entscheiden. Und eins um 16:30 Uhr, sobald Ultimate Amiibo Clash 4 zu Ende ist, haben wir dann zwei neue Projekte da laufen. Zudem möchte ich auch noch sagen, Pokémon Conquest wird im Laufe der nächsten Woche ebenfalls abgelöst durch ein anderes Projekt. Allerdings wird dieses ein ganz normales klassisches Let's Play sein, keine Live-Aufnahme. Und ja, was das sein wird, da habe ich ja schon ausreichend Hints gegeben. Einfach mal Augen auf, sage ich mal, dann könnt ihr euch da eventuell auch schon einen Reim drauf machen. Ja, das heißt, nächste Woche drei neue Projekte, davon zwei Live-LPs und ein klassisches LP. Und diese Woche werden wir anfangen, diese aufzunehmen. Nun gut, ich hoffe sehr, dass diese Idee Anklang bei euch finden wird. Ihr merkt eventuell, dass ich ein bisschen. Ich meine, ich mache jetzt seit fast 7 Jahren YouTube und ich bin tatsächlich sehr nervös gerade in dieser Aufnahme. Ich möchte ehrlich mit euch umgehen. Ihr wisst ja, ich bemühe mich da stets um Transparenz, sage ich mal, weil das schon eine große Änderung ist und auch eine Sache, die mir schon sehr lange unter den Nägeln brennt. Also ich überlege sicherlich schon seit über einem Jahr, wie ich in Zukunft weitermachen möchte. Ich habe schon immer wieder diesen Gedanken im Hinterkopf gehabt, ich möchte mehr Twitch machen, aber wie mache ich das? Und ja, ich denke, jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, das in die Tat umzusetzen. Das ist der Weg, den ich gehen möchte und ich hoffe einfach, dass ihr mit mir kommt. Ich habe natürlich neben der Arenaleiterburg noch ganz viele
andere Ideen im Kopf, die ich auf jeden Fall umsetzen möchte. Also Arena der Burg neben den normalen Streams und den Live-LPs. Ich möchte zum Beispiel auch Smash-Turniere machen mit euch Zuschauern. Ganz spontan an einem Tag einfach zack durchziehen per Livestream. Previews, habe ich vorhin schon gesagt. Einfach mal ein Spiel anzocken, zu gucken, wie ist das denn eigentlich so. Manchmal einfach nur gemütliche Runden. Ich möchte natürlich Koop-Streams machen mit anderen Leuten, mit Kumpels von mir, anderen Streamern und so weiter und so fort. Und ganz, ganz viel ist da bereits in meinem Kopf, was umherschwirrt und jetzt nur noch darauf wartet, sortiert zu werden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nichts vergessen habe. Ansonsten, wie immer, Leute, fragt in den Kommentaren, falls euch noch irgendwas auf dem Herzen liegt. Und falls vielleicht irgendetwas unklar ist oder ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe, wie gesagt, lasst es mich wissen. Ich werde mir größte Mühe geben, dann entsprechend auf euch einzugehen. So, nach dieser großen Ankündigung möchte ich das Video aber noch nicht beenden. Es gibt noch zwei andere Dinge, die ich ansprechen möchte. Beim ersten handelt es sich um ein Thema, das werde ich jetzt schon seit Jahren, also bestimmt schon seit 4, wenn nicht sogar 5 Jahren regelmäßig gefragt. Und ich weiß auch immer nicht, warum ich das bisher noch nicht gemacht habe. Und zwar geht es um das Thema Packstation. Ja, sehr viele von euch wollten mir nämlich schon immer gerne etwas zuschicken, aber da ich meine Adresse natürlich nicht einfach so rausgebe, ging das halt selbstverständlich nicht. Und man läuft sich halt auch nicht immer einfach so über den Weg. Ich kann euch noch nichts Finales dazu sagen. Ich kann nur sagen, der Antrag ist bereits gestellt und wird derzeit bearbeitet. Sobald das geklärt ist, wird es dann nochmal ein Video entsprechend mit den Adressdaten geben. Für die, die nicht wissen, was eine Packstation ist. Eine Packstation ist einfach nur ein Ort, an dem man Pakete schicken kann. Ganz simpel, genau. Und wie gesagt, das werde ich seit Jahren regelmäßig gefragt, warum ich keine habe oder ob ich nicht mal eine aufmachen möchte. Und ich habe mich jetzt endlich dazu entschieden, zu Beginn des Jahres mir eine einzurichten. Und sobald das halt entsprechend alles durch ist da, werdet ihr informiert. So, und zum Schluss möchte ich noch einmal über PNs reden, über die privaten Nachrichten. Und zwar ein leidiges Thema bei mir. Vielen wird es aufgefallen sein, aber ich habe in den letzten Monaten da alles extrem schleifen gelassen. Es tut mir extrem leid, aber besonders ab der zweiten Hälfte 2015 ist so viel los gewesen. Ich hatte einfach keinen Kopf dafür. Tut mir wirklich leid, aber es war einfach so. Ich musste mich erstmal darum mich selbst kümmern. Das vorhin angesprochen war nur einer der ganzen Dinge, die mich da beschäftigt haben. Allerdings gibt es auch hier etwas, was ich in Zukunft anders angehen möchte. Und zwar das Problem, was ich häufig damit habe, also schon lange damit habe, ist einfach, mich stört es, dass es so unglaublich viele Plattformen gibt, auf denen man mir PNs schicken kann. Das klingt jetzt komisch, damit meine ich nicht, dass mich PNs generell stören. Nein, das ist auf keinen Fall der Fall. Ich meine nur, mich stört, es ist überall verteilt. Und ich bin ein Mensch, der braucht Ordnung. Und ein System. Und wenn ich quasi 10 verschiedene Anlaufstellen habe, von denen ich dann die Hälfte mal wieder vergesse und dann merke, oh Gott, jetzt habe ich da auch schon wieder einen Monat nichts gemacht oder so, ist das für mich sehr anstrengend. Deswegen habe ich mir jetzt extra für euch eine ganz neue E-Mail-Adresse eingerichtet, die da einfach nur heißt post@suishomaru.de. Ja, und diese Adresse möchte ich in Zukunft als PN-Ersatz anwenden. Das heißt also, mit anderen Worten, wenn ihr mir jetzt auf Facebook oder YouTube oder wo auch immer bereits eine Nachricht geschickt habt und seit Monaten eventuell da auf eine Antwort wartet und es kam einfach nichts, dann kopiert die einfach und schickt mir das gleiche nochmal an diese Postadresse. Denn ich werde mir auf jeden Fall da Mühe geben, die in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. Ich kann mich nur nochmal entschuldigen, es tut mir leid, dass ich das so extrem schleifen lassen. Das heißt allerdings für mich auch automatisch jetzt, dass ich nur noch in sehr seltenen oder besonderen Fällen auf die anderen Postfächer eingehen werde, weil ich mache das ja immerhin deswegen nicht, um noch eine Anlaufstelle zu haben, nein, ich mache das einfach, um eine Sammelstelle für alles zu haben. Wie gesagt, die anderen, ich werde natürlich noch reingucken, aber in den meisten Fällen kann ich euch schon mal sagen, dass ich dann entsprechend nur noch auf diese E-Mail-Adresse antworten werde. Die wird auch überall verlinkt, die wird künftig in den Videobeschreibungen aller Videos gepostet werden. Ich packe sie nochmal auf meinen Kanal, packe sie irgendwo auf die anderen Plattformen, auf denen ich aktiv bin, damit ihr da entsprechend Bescheid wisst. Also das ist die Sammelstelle post@suishomaru.de. Die anderen werden noch kontrolliert, aber halt, wie gesagt, in besonderen Fällen wird dann entsprechend darauf eingegangen. Ja, das und die Packstation-Adresse wird ebenfalls noch folgen. Das werde ich dann auch in die Videobeschreibung immer posten. Aber da werdet ihr dann informiert, wenn es soweit ist. Da muss ich leider nämlich noch ein bisschen warten derzeit. So, langes Video, aber ich denke, das sollte jetzt alles gewesen sein, was mir auf der Seele lag. Und ich hoffe auch wirklich nach wie vor, dass ich nichts vergessen habe, wie ich es vorhin schon gesagt habe.
Falls ja, werde ich das einfach nochmal in einem Update bekannt geben. Aber nein, es sollte eigentlich alles gewesen sein. Wie immer könnt ihr mir natürlich nicht nur Fragen stellen, falls ihr etwas nicht verstanden habt, sondern ihr könnt mir gerne auch eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare schreiben. Na fast, ihr könnt mir eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben zu diesem ganzen Konzept, zu allen Sachen, die ich jetzt hier angesprochen habe, ob es nun die Postadresse ist oder die Parkstation oder halt die ganze Kanalumstellung. Aber eines möchte ich auf jeden Fall vorweg sagen. Ich werde mir eure Kommentare durchlesen, ich werde eure Meinung zur Kenntnis nehmen, aber mein Entschluss steht so oder so bereits fest und davon kann mich niemand mehr abbringen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist der Weg, den ich persönlich gehen möchte. Und die Entscheidung, ob ihr mitkommt, die liegt nicht bei mir, sondern die liegt ganz allein an euch. Und das müsst ihr für euch selber euch klar machen. Nun gut, Leute, wir sehen uns hoffentlich bei den ersten Aufnahmestreams am Freitag und am Samstag. Alles weitere zu üblichen Streams wird dann, wie bereits eben gesagt, gehandhabt. Die Daten seht ihr gerade nochmal hier im Video und wir sehen uns dann entsprechend im nächsten Video. Oder beziehungsweise, vielleicht sollte ich jetzt eher sagen, wir sehen uns im nächsten Livestream. Bis dahin, Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Ciao.